Heute geht's zurück in die 70er Jahre, nämlich mit Pixel Ripped 1978. Ja, die Pixel Ripped Serie geht in die dritte Runde und diesmal ist sogar Atari mit an Bord. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil die anderen zwei Teile sind wirklich mega geworden. Und wie sich jetzt der dritte Teil auf der Pico 4 schlägt, das habe ich mir natürlich für euch angeschaut. Ja, und ihr findet das Spiel natürlich für 24,99 € im Pico Store. So, auf geht's, ab in die Zeitmaschine, ab in die 70er Jahre. Ich habe es ja nicht geschafft, ich bin in Pixel Ripped 78 und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Retro ist angesagt und ich darf jetzt erstmal hier was einstellen. Ich mache natürlich Deutsch, es ist stumm, aber Retro-Sounds hier, ne? Untertitel mache ich an, Joystick-Griff machen wir einfach mal an, aus. Achso, ist wahrscheinlich dann so richtig festhalten, ne? Ja, wir machen den mal an. Bewegungsfreiheit, Teleportation, ne, Bewegungsfreiheit. Vignette gar nichts. Ja, und dann machen wir bestätigen. Das war's, ne? Okay. So, beste Position zum Spielen. Dieses Spiel wurde für das Spielen im Sitzen entwickelt. Okay, ich stehe. Wenn du sitzen möchtest, achte auf deine Umgebung, bevor du deinen Sitzplatz aussuchst. Achte auf Gegenstände. Ja, okay. Fortschritt wird automatisch gespeichert in der readme.txt. Kennt ihr die noch? Ja? Das ist Windows 3.1 oder irgendwie sowas, ne? Neu zentrieren. Drücke die Pico-Taste gedrückt halten, um dich zu zentrieren. Ja, das ist alles gut. Kennen wir. Gut, los geht's. Atari. 50 Jahre, ne? Irgendwie so. Da, da. Was ist das denn? Okay. Das sieht gut aus, Leute. So ein Ding hier habe ich gehabt hier. Da, wo Pixel Ripped draufsteht. Hier, diese Konsole hier mit diesem Holzscham, ne? Das Ding habe ich echt mal besessen. Das Ding nicht. Atari 400 hatte ich nicht. So, Pixel Ripped. Optionen. Ach, die hatten wir doch gerade schon. Ne? Das ist wieder so geil, ne? So ein Bild im Bild hier praktisch, ne? Color Mode. Mono Color. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir spielen, ne? Sieht cool aus. Kann man machen? Ja, gefällt mir. Das ist schön scharf hier. Aber ich finde das geil. Die Konsole habe ich echt mal gehabt, Leute. Game Select, Game Reset, Right Difficulty. Okay, ich weiß das alle gar nicht mehr, dass ich das alles mache. Aber wenn ihr so richtig schön nah dran geht, auf dieser Würfel, der ist alles schön knackscharf, so wie ich es mag. Ne? Und das sieht aus wie ein alter Fernseher hier, das ist richtig geil. Okay. So, wir haben drei Speicherstände. Da mache ich natürlich Speicherstand 1. Yeah, ich werde in die Retro-Welt gesappt. Okay, alles ist verpixelt. Ach, guck mal. Pixelhände. Dort präsentiert. Kann ich mir hier drehen? Nee, ne? Also, ich kann jetzt hier... Ah, jetzt kann ich hier spielen. Guck mal. Aha, ich kann laufen. Ich habe was eingesammelt. Ja, hier... Was ist das denn? Okay, irgendwas war hier mit Pico-Konto. Es war einmal eine Heldin namens Dot. Ich habe irgendein Achievement freigeschaltet. Ihre Aufgabe bestand schon immer darin, ihre Heimat Far Off Land zu beschützen. Ja, mache ich doch glatt hier. Komm. Sie ist außerdem die Hüterin des Pixelsteins. Ja, da war was. Guck mal hier oben, da ist ein Ventilator hier, den habe ich gerade so gesehen im Augenschein. Was ist hier eigentlich sonst noch so? Egal, komm, wir müssen zocken hier. Dum-dum. So, was stand da? Das Herzstück der Spielewelt, also der Pixelstein oder was, ne? Ihr Mentor wird Master genannt. Er nun steht ihr mit Rat und Tat zur Seite, okay. Gemeinsam haben sie Far Off Land schon viele Male gerettet. Sieht übrigens cool aus. Also es ist, ne, hier ist nichts am Flackern oder so, das ist okay, ne? So, das haben sie vor allem der mächtigen Spieler Synchronisierung zu verdanken. So, die Spielersynchronisierung verbindet Dot mit einem geschickten Spieler, nämlich mit mir, ne? Über die Verbindung erhält Dot neue wichtige Kräfte. Aber wer hat Dots Heimat angegriffen? Es war Cyberline Lord. Er ist ein böser Kobold, der sich nach Macht sehnt und aus diesem Grunde versucht er, den Pixelstein zu stehlen. Oh Gott! Jedoch schafft er es dort, ihn aufzuhalten. Okay. Habe ich das geschafft? Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, News, 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 News and Talk. Jeden Samstag, 19:30 €. Einmeldung, unsere Jubiläumsfeier, erstes Jahr des Friedens beginnt in Kürze. Sehr cool. Die Dorfbewohner von Far Off Land freuen sich schon sehr auf dieses Ereignis. Oh, und wenn Dot das hier sieht.
Danke, dass du Simon Nord vor einem Jahr in 1995 besiegt hast. Ich habe das leider nicht durchgespielt, ich war das nicht, ne? Aber ich habe es versucht. Ohne dich würde es diese Feier gar nicht geben. Der kommt da bestimmt in die Tür rein, der Typ oder so, ne? Drücke links, um dich zu bewegen. Ich bewege mich hier aber nicht. Und rede mit den anderen Stadtbewohnern. Okay. Sie werden sich darüber freuen. Oh. Drücke. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Oh, Leute, ist das schnell. Wieso habe ich denn nur Snap-Turn? Was ist denn das hier schon wieder? Was ist das? The Pixel Ripped. Ah. Wie wir alle wissen, ist der Pixelstein das wertvollste. Was? Ist ja gut. Pixelstein, das wertvollste Artefakt in unserer Welt. Seine unvorstellbare Kraft wird von allen. Okay, das könnt ihr euch dann durchlesen, wenn ihr spielt. Ihr wollt Gameplay sehen, nicht lesen, ne? Guck mal, kann ich pennen? Ich habe Pixelhände. So, ich muss aber jetzt nochmal ins Menü gucken. Das nützt ja hier alle nichts, ey. Wieso habe ich denn hier. Standard. Da, guck mal. Das war vorhin gar nicht drin, ne? Mann. So, jetzt kann ich mich hier frei bewegen. Super. Okay. So, wir gehen mal ins Dorf. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Guck dir das mal an. Pixelmania. Pixel City Mania. Okay. Wer bist du denn? Kennt ihr den? So, weiter geht's. Habt ihr alles verstanden? Ja, ne? Ich war auch untertitelt, oder? So, okay, jetzt kann man hier mit den Dorfbewohnern quackeln, wenn man will. Das sieht so ein bisschen aus wie Mario hier, der Typ, ne? Wieso bist du denn hier in 3D und die sind alle hier nur platt? Das wird besser gemacht wie die anderen. Komm mal hier. Die alle so los ist, ne? Okay, so, wir gehen mal zu dem einen Typ da. Hier, den da mit den ganzen Pfeilen, ne? Ich glaube, der will mir was sagen. Ich glaube, die Pfeile haben irgendeine Bedeutung. Hey Dot, kannst du mir eine Karotte von der Farm holen? Sie ist hier ganz in der Nähe. Ich backe uns einen festlichen Kuchen. Oh, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen, da oben auf der Farm. Ich denke, unser Stein, den ich nicht brechen kann. Greif einfach mit deiner Hand in deinen Rücken und drücke Grip, um sie aufzuheben. Oh, Pock! Dann kannst du damit Steine mit einem Schlag zerbrechen. Das ist also sowas wie eine Nahkampfwaffe, weißt du? Okay. War das hier richtig, was ich mache? Yeah, guck mal hier, eine Chili. Was ist das denn? Ah, das ist die Karotte, die muss ich jetzt mitnehmen hier. Yeah, der freut sich über die Karotte hier. Danke, Heldin. Yeah, XP bekommen oder so, ne, weil ich die Karotte besiegt habe. Singen wir uns unser. Was? Ich singe doch jetzt nicht eine Stunde. Okay. Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Ich hab wieder hier die Axt. Kann man noch mehr kaputt machen? Ey, guck mal, kann man alles kaputt machen, ey. Ich zerdepper die ganze Pixelwelt hier. Hier, dein Kuchen mach ich auch kaputt. Wer ist er denn hier? Guck mal. Oh. Oh. Guck mal da. Pixelman. So, komm, wir gehen mal hier. Hallo Dot. Ich weiß, heute ist ein Tag zum Feiern, aber ich habe leider schlechte Nachrichten. Laut meinen Messdaten treibt sich Cyber Nord in der Vergangenheit herum. Oh. Lass uns zu deinem Haus zurückkehren und ich erkläre dir alles. Der ist ziemlich rein. Okay. Das ist mein Haus, mein Pixelhaus. So, ja, dann erklär mal hier die Scheiße, die du wieder verzockt hast hier. Ich zeige dir auf dem Bildschirm, was ich entdeckt habe. Okay. Meine Sicherheitsaufnahmen haben gezeigt, dass Cyberlin Lord derzeit in unterschiedliche Momente in der Vergangenheit reist. Okay, das ist ja, ne? Guck mal, Leute, hier riecht die so mit Pixel von dem Fernseher, ne? Schon sehr geil. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich finde das geil, das Ding gefällt mir total, ey.
Er ist hinter den Inspirationskristallen. Ja, das sind machtvolle Artefakte, ohne die unsere Spielewelt nicht existieren könnte. Wenn er mit ihnen etwas anstellt, kann er unsere ganze Welt auf den Kopf stellen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor etwas Schreckliches passiert. Okay, mach ich. So, komm. Zum Glück habe ich eine Idee. Das hier auf dem Bildschirm nenne ich einen Zeitumbruch. Okay. Sie sind entstanden, da unsere Schurken, Freunde, Magiebinden zusammen, die ja nicht nur. Okay. Über diese Zeitumbrüche kannst du direkt zu diesem bösen Kobold reisen. Super! Mach ich gerne. So, komm her, du Goblin, ich mach dich fertig. Und mach dir keine Sorgen um das Zeitreisen. In unserer Zeitmaschine schicken wir dich in das Jahr zurück, in dem es zuletzt. 1983! Aha. Okay. Was passiert? Er sieht immer noch so aus wie vorher. Siehst du, es hat bereits begonnen. Das halbe Not spielt mit Artefakten aus unserer Vergangenheit und die Gegenwart leidet darunter. Schnell, zieh dir etwas an, wir schicken dich sofort ins Jahr 83. Wieso bin ich nackt? Okay, ich zieh mir was an. Wo ist denn mein Kleiderschrank? Ah, da, ach, das bin. Wie sehe ich denn aus? Hallo? Ich bin eine Dame. Hui, hui. Okay, ich zieh mir was an jetzt. Jetzt bin ich hier der Pixelman. Okay. So, jetzt habe ich hier sogar so ein bisschen Helm, ne? Soll ich machen? Alter, Waffe? Okay. So, bin angezogen hier. Guck mal hier. Pixelmania. Ab zur Zeitmaschine und weiter ins Jahr 83. Okay. Ich klopp alles kaputt hier. Verwende deine Nahkampfwaffe, um alle Blöcke auf deinem Weg zu brechen. Das mache ich doch. Bewege deinen Arm hinter deinem. Habe ich schon. Okay. Ich werde mir den Weg frei kämpfen. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay, hier nicht, ne? Da muss ich hier, ne? Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Was ist das hier? Das geht nicht. Ziele mit deiner rechten Hand und schieße mit RT. Ich habe hier sogar ein paar Ziele zum Üben. Was? Hä? Uha! Und ich nehme so eine blöde Hacke hier oder was? Guck dir, das ist doch viel geiler hier, ey. Sehr cool. Hier, paum, 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 paum. Was passiert? Was passiert hier? Wo muss ich hin? Da geht's nicht raus. So, das sind nur Punkte. Irgendeiner muss doch mir da irgendwas zu sagen haben, oder nicht? Ich rette dich! Da ist was! Guck mal, da, ah, das ist die Zeitmaschine! Yeah, Zeitmaschine, ich komme! Ab geht's nach 1983. Wow. Tschüss, 98. Was war da? Hallo, 83. Geil gemacht, Leute. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Sehr cool. Das ist aber nicht 83, oder? Das ist die Matrix. Was ist das Ding wieder abgedreht? Dort kannst du mich hören. Die Verbindung ist schrecklich. Du bist also im Jahr 93. Ja, bin ich. Sehr gut. Dort sieht alles wahrscheinlich ganz anders aus. Das hat Zahlen. Nun solltest du dich nach den Zeitumbrüchen umschauen. Ja, Brüche gibt es nicht nur in der Mathematik. Wollt du einen Zeitumbruch trittst, reist du zum selben. Okay. Aha. Okay, jetzt komme ich mit Bug werde ich jetzt verbunden. Aha. Okay, das sieht aus wie ein Gameboy, ne, so ein Alter. Gesundheit 3, Pixel 0, Nahkampfwaffen 1 von 14, Kassetten 0 von 40, Pixelkraft, not found, not found, not found. Aha, wo könnte sich das violette Spielersync, okay, verstecken? Das war's? Hier.
Also kann man auch festhalten hier. Da ist ja was, ne? Guck mal hier. Oh, bist du hier, um mich auszurauben? Ein paar Verbrecher haben mir gerade die Sachen gestohlen. Jetzt bleibt mir nur noch dieses Portal. Ich würde gegen einen Huhn... Ich könnte... Der will einen Huhn, oder was? Dann darf ich da nicht rein. Okay, ich brauche einen Huhn. Ich habe ja auch gerade irgendwas gehört, ne? Cybernet. Da ist ein Huhn drin, oder nicht? Hast du gerade als Huhn. Hast du mich gerade als Huhn bezeichnet? Ach, das ist ein Huhn. Guck mal, das ist ein Huhn hier. Würfelhuhn. Okay. Hier. Ja, das ist ein erstklassiges Huhn. Okay, ist das Portal. Da gehe ich jetzt rein. Und es passiert irgendwas. Aber das ist wieder schön knackscharf, Leute. Das gefällt mir richtig gut. Gedrückt halten zum Synchronisieren. Was habe ich gedrückt halten? Halte das Gerät in den Händen. Ah, okay. Suche nach Spielern. Spielentwicklerin gefunden. Okay. Frank Gregory, Michelle Santos, Barbara Buck Rivers. Pixel Ripped. Okay, ich werde jetzt zur Barbara für euch hier. Was, dritter Stock Zelle? Ist sie im Knast oder was? Okay, es tut dich was. Ich werde abgebeamt. Beam me up. Oh, aber Leute, die Effekte, die sind echt geil. Das muss ich ganz wirklich sagen. Das ist wirklich mega gemacht wieder. Wo bin ich hier? Ist das eine Videothek oder was? Ah, ne, guck mal. Pixel Ripped. Guck mal, kann ich spielen, wenn ich will? Pixel Ripped. Wer ist Boss Evercut? Das ist schon geil, ne? Hallo? Guck mal, das wird sogar leer hier. Ach, das ist ein Atari, ne? Was ist das? Das hatten wir schon, Pixel Ripped. Bentley's Quest, mach mal. Okay. Guck mal, ich spiele die Atari. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ah! Was hat man 1983 gespielt? Wie kann der denn springen hier? Ja, der läuft doch ab! Hier geht's ja nicht weiter. Hä? Der Typ kann ja nicht springen. Hä? Achso, guck mal. Hä? Achso, ich muss was festhalten hier, ne? Okay. Okay, jetzt kann ich hier zentrieren. Kann ich auch rumlaufen? Ich höre hier mal Geräusche. Ist hier einer mit im Raum oder ist das im Spiel? Komm, wir spielen Pixel, das ist cooler. Hätte erkannt, wird gelesen. Die berühmte Heldin, genau.
Okay. Pixel Ripped, Atari. Broken, okay. Was passiert hier? Hallo? Ich weiß nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's mal wieder alles hier kaputt gemacht. Aber das ist wieder so Hammer gemacht, ne? Und sieht auch noch richtig gut aus. Okay. Wir können immer noch nicht hüpfen. Hey, Bug! Wie siehst du denn aus? Chad, the Chadster in the house. Hey, did you see our newest concept art? Nee. Wait. Who's that guy? That doesn't look like our hero. We need to sell this game for the holidays. Not Halloween. What a scary looking fella. Where's the concept art for Dot and Master? Tell me it's not in the trash. Hey, the concept art for Dot and Master? Poor Favor? Da. You wouldn't throw the art away, yeah. Right? Hey, there they are. Yeah, good job. Kids will love them. So, yeah, I need you to get rid of that ugly guy and fix the game art ASAP. I say this as both your boss and your friend. This guy is creepy. Okay, thanks. Yeah, sure. Morning, Bug. Die sehen aber alle komisch aus, die Leute, ne? We have a Cyborg Lord fan here. But isn't it a little much, since he should be like... Was ist hier? Das geht nicht mehr weiter. Anyways, I brought you some donuts. Making games is way harder than we thought when we were kids, you know? Cool. We need to keep our sugar levels high. And since I'm your bestest friend ever, I'll fix your broken controller too. Can you hand it to me? Was denn? Was willst du? Hier, hier. Donut? Das? Your controller, friend. There you are! Brand new! I have this new prototype for it that I'm working on. I might bring it over later. I hope it helps your game and that other one you got. Ah, jetzt kann er springen, guck mal. You know, the one on your desk. Anyways, see ya. Ja, danke schön. Komm ich trotzdem nie weiter. Oh, weißt du, hier kann man nicht mehr nur zocken oder was? So, weiter hier. Achso. Wie geht denn hier weiter hier? Was hab ich gemacht? Springfähigkeit freigeschaltet. Aha. Ich höre was. Da läuft jemand. My head. Oh. Who did it? Okay, springen ist A. Ja, das habe ich ja jetzt raus, aber geht doch nicht weiter hier. Komm, mach mal das hier. Jetzt kann ich ja springen, dann brauche ich das ja nicht mehr. Ah ja, jetzt kann ich das ja weiterspielen. Das habe ich ja vorhin nicht, ne? Finde Spieler Sync-Portal, okay. Ah, jetzt komme ich ja weiter, guck mal. Abwärts plus A. Ah, tatsächlich, guck mal. Okay, Checkpoint. Oh, da kommt ein Drache, guck mal. Leute, diese ganzen Schritte hinter mir, das macht mich immer total rammdösig. Latschen die alle hier rum, ey.
Wir kommen hier nie hin, ne? Also Leiter, das habe ich rausgekriegt jetzt hier und jetzt. Okay. Mann, ey. So. Ja, ist ja gut. Aber ich komme da nicht rüber. Kann man hier noch her? Ach, guck mal, da geht's auch noch her. Ah, da ist ein Portal. Ich hab's gefunden. Was? Spielersync. Okay, ich sync wieder was. Jetzt bin ich in dem Spiel, ne? Hey, Leute, das ist doch wohl scharf, oder nicht? Hallo, schön, ich kenn's oder nicht, ich bin Ben, der Bär. Ich hoffe, du weißt mir kein Bärendienst. Aha. Okay, Schlüssel finden. Mach ich. Schlüssel finden. Was denn? Du weißt, was zu tun ist, wenn auf das Ziel du solltest. Drauf schießen. Ach nee. Okay. Okay, ich muss alles abschießen. Das ist schon geil gemacht, Leute. Wo ist der Drache? Ja, der war da vorhin auch da auf dem Bildschirm, ne? Ach, da oben. So, wir gehen erstmal ins Haus. Okay. Was ist das denn? Bestimmt eine Nahkampfwaffe, ne? Genau, Nahkampfwaffe. 2 von 14. Oh Leute, das Ding macht, das bockt ja total, ey. Wer ist er denn? Okay, Nahkampfwaffe. Was ist das? Wieso? Ich hab's aufgegessen. Okay. Das wummst schon alles sehr cool hier, ne? Ich finde, das macht total Bock, Leute. Also man muss natürlich auf diesen Retro-Kram abfahren, ne? Ja, keine Frage. Was ist das? Wieso kann ich das denn alles essen? Ich baller alles weg hier. Sehr cool. Zack. Dun, 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 dun. Checkpoint? Checkpoint. Da komme ich näher, ne?
So. Alles erledigt hier. Kann man das irgendwie einstecken oder was? Ich esse das immer, okay. Bin ja auch hungrig. Was ist er denn hier? Ganz schön groß das Vieh, ne? Ja, zack. Aber ich mach dich alle. Also springen kann ich nicht, ne? Selbst wenn ich wollte, ne? Okay, müssen wir gucken, wie es hier weitergeht. Aber sehr geil. Also, holt euch das, Leute. Das ist echt super. Ja, guck mal hier, der Unfaire. Selbst die Geschosse könnte abschießen hier von dem Drachen. Oder was immer das ist. Zack. Was schwimmt denn da hinten? Okay. Ich esse wieder. Ich esse alles auf hier. Habe ich keine Hemmungen, alles aufzuessen. Darf man da drüber laufen? Nee, kann man nicht. Gut, das sind alles hier so Ecken, da muss ich gar nicht hin, ne, oder? Also rennen kann ich nicht. Springen kann ich auch nicht. Ah, da hinten, da geht's weiter, guck mal. Ah, ne, den muss man gar nicht abschießen. Wir sind ein friedliches Volk, also schieß auf den Drachen da oben. Okay. Hab ich gemacht? Wie geht's jetzt weiter? Die Brücke ist jetzt zu, ne? Muss ich jetzt zurück? Aber ich komme da ja nicht hin, ne? Also muss ich zurück. Aber ich sollte so einen Schlüssel besorgen, oder nicht? Okay, ich gehe einfach zu. Aber das kann ich da echt nicht her? Na gut, anscheinend. Kann ich mich hier wieder synchronisieren oder so? Nee, ne? Da brauche ich ein Portal für, ne? Ja, komm. Ich gehe einfach mal zurück und guck, was passiert. Hm. Er hält eine Brücke. Ja, das habe ich ja weggemacht. Da ist meine Tür. Okay. So. Die habe ich da weggemacht. Ich gehe wieder zu meinem Portal hier. Komm. Oder mache ich das hier gerade falsch? Das wäre jetzt schade. Da hinten ist auch so eine Tür, ne? Bin ich hierher gekommen? Da ist das Portal, guck mal. Ja. So, jetzt sink ich mich und jetzt kann ich halt an dem hier weiterspielen, ne? Wieder von vorne oder was? Nö.
Ah, jetzt ist die Brücke geschlossen, ihr seht ihr? Ach, jetzt war ich zu langsam. Schweigen, okay. So. Wieso try again? Würde Krokodil da. Ah, der muss hinten die Schnauze unten haben, ne? Achso, jetzt muss ich da rüber, ne? Genau. Geschafft. Da hoch. Da hoch. Da sind Hühner. Okay, bis jetzt geht's, ne? Okay. Was war das? Guck doch nicht um die Ecke, du. Hi, friend. Did you like the donuts from earlier? I only have prune-flavored ones left, and I think we know why. Anyways, I was hoping you could help me with something. This cartridge right here has bugs in it, but I'm sure you're the right person to debug it. Could you get rid of them? Don't worry, I got a new prototype for you as a prize. Okay. Nice! I'll be back in a sec. Ja, ciao. Centipede. Backhunter, okay. Ja, mach mal. Press button to start. So, fliehe vor dem Tausendfüßler, tritt auf die Knöpfe, um ihn zu lähmen. Sobald er gelähmt ist, schlage auf den Bildschirm und töte ihn mit der Hand oder mit Papierkugeln. Was? Was ist denn? Okay, das ist schon echt. Ach so, ich muss das hier festhalten. Nervt doch nicht hier! Dann geht denn das hier noch? Habe ich es geschafft, ne? Komm her. Ich hab's geschafft! Die kommen da raus. Ja, ich bin der Beste. Now, as promised, could you please hand me your controller one more time? Okay. There you are. Ah, jetzt habe ich zwei Knöpfe hier. Just for you. I don't think it's gonna hit the markets, but at least it'll help you with your main character and whatnot. Let me know what you think. See ya. Okay, B schießen. Was war das denn? Okay, beenden das Quest, weiter geht's. Ich kann gar nicht aufhören. Ich finde das Ding Hammer, ey.
komme ich doch nicht rüber, oder passt das? Ah, okay. Okay, das baut sich wieder auf, ne? Okay. Kommt man da rüber? Wer nervt denn hier wieder? Hey, Barbara, it's me, your friend. Nimm mir doch nicht auf. Ach, shit. Ich hab zwei Leben verloren, Leute. Ach, try again. Ja, alles normal? Buckster, throw that back. Hast du einen an der Waffel oder was hier? Quarterback Bug. Wie soll man den denn kriegen hier? Oh, war ganz schön schwer. Ich warte, bis er dann nach rechts läuft, ne? Genau. Ach. Okay, ist aber schwer hier, ne? Ach, wie soll das gehen? Naja, gut, Leute, ich glaube, das reicht auch für den ersten Eindruck. Ne? Also ich muss jetzt hier rumspielen und komme wahrscheinlich dann wieder in diese Welt. Ne? Das Bild wird schlechter, was ist das hier? Mann. Ach. Ah. Ach, Mann. Ach, nerv doch hier nicht ab hier mit deinem Scheiß, ey. Ach, Mann. Ach. Mann, spring doch. Ach, Menno. Yeah, geschafft. Geschafft. So. Komm jetzt da hin. Jetzt habe ich einen Schalter gemacht. Ich muss da links irgendwie hin, ne? Wie komme ich da hin? Muss ich komplett zurück? Ah, da, da geht's auch her, guck mal. Ach, das Ganze normal hier? Ach, shit. Auf, so, jetzt geht's zu. Okay. Ach Mann.
didn't, but the intern took a prune one. Yeah, he's been in the bathroom for at least 2 hours. Mann, ey. So, leider ist auf. Links rum. Kann bestimmt auch hergehen, ne? Mann. Also es ist nicht einfach, ne? Gut, Leute, ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen. Ihr wisst erstmal, worum es geht. Es ist geil, es sieht gut aus. Und du geh mir doch nicht hier auf den Nudel, ey. Ach komm, ja. Und ihr schaut noch das Fazit mit mir. Bis gleich, Leute. Das Ding ist wieder ein Fest. Also wirklich. Also wer die Pixel Rip Reihe mag, der muss hier definitiv zuschlagen. Wer den alten Atari mag, der muss auch zuschlagen. Wer Flat-Spiele mag, muss auch zuschlagen. Wer VR-Spiele liebt, muss auch zuschlagen. Also, ja, und Retro natürlich. Ne? Auf Retro müsst ihr auch noch stehen. Also schlagt zu. Richtig, richtig tolles Dingen. Spiel im Spiel. Es ist alles drin. Die Übergänge sind toll. Ja, muss ich sagen. Da sind viele coole Effekte drin. Technisch auf einem guten Niveau auf der Pico 4. Es sieht sehr gut aus. Es läuft alles fluffig, alles super. Kann man wirklich nicht meckern. Ich weiß, die Pixel Rip Reihe hat Fans, andere Leute mögen das Ding so gar nicht, aber ich liebe diese Reihe und auch der dritte Teil ist wieder richtig grandios geworden. Ja, eure Meinung zu Pixel Rip, ich bin gespannt. Schreibt das alles mal hier in die Kommentare, werde ich mir natürlich alles durchlesen, natürlich auch beantworten. Und jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Der Link zu unserem Discord natürlich in der Videobeschreibung zu finden oder einfach vr-discord.de eingeben. Zack, gibt's eine Einladung, zack, seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. So, ich gehe wieder zurück in die 70er Jahre. Euch wünsche ich viel, viel Spaß mit dem Spiel. Und dann hoffe ich jetzt, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.